Hallo und herzlich willkommen beim Brickklempner. Hier geht es um Klemmbausteinsets der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario. Ja, und auch in dieser für mich stressigen Arbeitswoche bin ich tatsächlich immer noch gelernter Klempner. Heute geht es um das Set eines, ja, mir unbekannten Herstellers. Wenn ihr bei mir schon öfters zugeschaut habt, Filmthemen, den kann ich ja durchaus was abgewinnen. Jetzt verbinde ich die ein oder anderen Kinoerlebnisse auch mit dem ein oder anderen Unglück. Aber ich bin natürlich mit Marvel groß geworden. Die Comics habe ich seinerzeit, als ich in Ausbildung war, verschlungen, als ich noch kein Auto hatte und mit dem Bus unterwegs war. Und dann war Marvel bzw. auch DC Comics für mich ein absolutes Muss. Jetzt ist Donnerstagabend. Ich habe kurz überlegt, ob ich das Video tatsächlich aufnehme, weil ich eine echt stressige Woche hatte. Das hat was mit der Arbeit zu tun, das hat was mit den Abenden dann zu tun, wo ich an anderer Stelle auch noch ein bisschen, naja, ich sag das mal, beschäftigt war. Wobei es eine Ausnahme in dieser Woche gegeben hat, ein Highlight. Ich war vorgestern, also dann am Dienstag jetzt, wo ich das aufnehme, beim Thomas, dem Steinemeister, zu Gast in einem Livestream. Das hat mir echt großen Spaß gemacht und das hat mich tatsächlich entspannt, wenn ihr euch das Video mal anschaut. Der Titel passt zu der Entspannung, die ich in dem Stream habe, doch glaube ich und meine ich sehr, sehr gut. Also hier nochmal vielen lieben Dank, Thomas, dass ich bei dir Gast sein durfte. Ich habe das eben angesprochen, Marvel, und ich war kurz davor zu überlegen, ob ich diese Woche überhaupt ein Video noch rauskriege, denn wie gesagt, jetzt ist Donnerstagabend, morgen und übermorgen bin ich dienstlich unterwegs und dann bleibt eigentlich nicht mehr viel, um was aufzunehmen. Trotzdem habe ich mich entschieden, jetzt hier die Kamera nochmal anzuwerfen und das heutige Set euch zu präsentieren, weil mir das wirklich so gut gefällt, dass ich mir gedacht habe, ich kann euch das nicht vorenthalten. Und ich habe es eben am Anfang gesagt, der Hersteller ist mir unbekannt und hier bitte ich euch einfach um euer Schwarmwissen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, von welchem Hersteller das Set ist. Ich überlege auch bei der Videobeschreibung, also wenn dann unten drunter unter dem Thumbnail dann zu sehen ist bei euch auf dem Rechner, ich sag mal, dem Videotitel, ich glaube, das ist... bin ich schon 1500 unterwegs und bin den Begriff nicht. Bei dem Videotitel würde ich es dann wahrscheinlich sogar nachtragen. Also schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich habe das eben gesagt, Marvel ist mein Ding. Mag ich ganz gern, eben aus meiner Jugend und der Comiczeit. Und so einen All-Time-Favorite, auch nicht nur in den Marvel-Filmen eben, war für mich immer Iron Man. Ich weiß gar nicht so genau, woran das liegt. Kann schon sein, dass ich das beeindruckend fand, dass Iron Man eben keine, ja, Superkräfte hat, wie die einen oder anderen drumherum, sondern dass er sich eben dann mit Technik behilft. Und ich finde, in den Marvel-Filmen ist der Iron Man, Tony Stark, wirklich sehr, sehr gut getroffen. Das kann immer am Ende Geschmackssache sein. Das lasse ich mal dahingestellt. Das Set habe ich schon letzte Woche zu Ende gebaut, aber ich bin, wie gesagt, bisher noch gar nicht dazu gekommen, euch das Set zu präsentieren. Und ja, jetzt heute, am Sonntag müsste es jetzt sein, ist es eben soweit. Ein paar Fotos hatte ich schon bei Facebook hochgeladen. Facebook, wenn ihr da unterwegs seid, ich darf euch einladen, schaut mal vorbei bei der Facebook-Gruppe Stein auf Stein zum Ziel. Da ist ja unter anderem der Thorsten, Thorsten. Ich weiß nicht, wie, also ich komme auf Thorsten, das hat heute was mit der Arbeit zu tun. Da ist mein Kollege jetzt noch so im Kopf klemmen geblieben, der heißt tatsächlich Thorsten, entschuldigt bitte. Mit dabei ist der Andreas von Stein auf Stein zum Ziel, der hat auch den Kanal gegründet, deswegen der Titel. Mit dabei ist Vicky, Vickys Klemmbausteinwelten, viele andere Mocker und was ich sehr schön finde, zumindest habe ich das in den letzten Tagen so wahrgenommen, haben die ersten, ja, Facebook-Gruppenmitglieder auch angefangen, ihren eigenen Kanal zu starten und das finde ich fantastisch und das finde ich toll. Also wenn ihr bei Facebook seid, schaut mal vorbei. Ich bin mir sicher, wir freuen uns alle, wenn wir euch dort begrüßen können. Ihr seht alles dort von Panzern, wie gesagt, bis Mox. Die Neuigkeiten von Kobi oder Lego werden dann bisweilen auch hochgeladen. Ich bin ja extra, ich erwähne das nochmal, falls ihr jetzt das erste Mal zuschaut, vor jetzt mittlerweile 3 oder sind es 4 Wochen. Bei Facebook habe ich mir da, also ich bin extra, ich habe mir bei Facebook extra einen Account angelegt, damit ich eben der Gruppe dann beitreten kann. Ich und die anderen, wie gesagt, wir würden uns freuen, euch dort begrüßen zu können. Ja, das Set habe ich hier bei AliExpress gefunden. Bei der Beschreibung zum Artikel habe ich nicht finden können, um welchen Hersteller es geht. Und auch auf der Bauanleitung habe ich es nicht gesehen. Jetzt gibt es, wie gesagt, ja bei euch das Schwarmwissen. Die einen oder anderen sind ja da recht pfiffig unterwegs. Ich bin da nicht so gut. Ich google mal kurz rum und wenn ich nichts finde, hat sich das für mich erledigt. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Und ich habe mich jetzt, glaube ich, inhaltlich wiederholt. Ach, verzeiht mir das. Also, wir machen das jetzt so, wie ihr das von mir kennt. Wir gehen jetzt auf, ja, meinen Klemmbaustein-Esszimmertisch. Da zeige ich euch ein bisschen was zum Bau. Ja, und da sehen wir uns zu meinem ganz persönlichen Fazit wieder. Also,
Bis gleich. Da bin ich doch jetzt mal gespannt. Ich hoffe, ich habe ein ordentliches Ergebnis da stehen, als ich euch begrüßt habe. Noch original verpackt. Ich habe es nur geöffnet. Na, original in Anführungsstrichen. Ich habe es nur geöffnet, um zu sehen, was drin ist. Habe die Teilefarbe erkannt, gesehen und dann war es gut für mich. 1126 Teile. Das sieht vom Weiten schon gut aus. Könnt ihr das sehen? Ich mache das mal auf. Bauabschnittstüten, wie es aussieht. So, da haben wir die Anleitung. Mal schauen, ob es da Hinweise dann gibt. Welcher Hersteller? Ja, das Chinesisch wird wahrscheinlich vielleicht ein bisschen helfen. Oder auch hier habt ihr Ideen. Also das sieht doch so schon mal ganz gut aus. Ja, die Darstellung klein. Ah, schauen wir mal. Ich hau mal Bauabschnitt 1 auf meine Teller und dann gucken wir uns die Teile an. Die Anleitung. Habe ich ja eben schon mal mit euch kurz drauf geguckt. Ja, so von den Farben scheint das zu gehen. Dann gibt es einen Aufkleberbogen. Da bin ich mal gespannt, wie der sich verarbeiten lässt. Werde ich auch möglicherweise aufbringen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ein Großteil der Aufkleber wird dann zum Schluss aufgeklebt. Das erinnert mich ein bisschen an, was war das, Sembo und Mode King. Oder Mode King bei den Speed, in der Speed Champions Klasse. Wenn ihr eine Idee habt, ich gucke nochmal bei der Bestellung, ob ich das irgendwo sehen kann. Wenn ich es euch nicht schon am Anfang sage, ne, wenn ich euch begrüße, dann schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr da eine Idee habt. Ich bin da ja nicht so dolle innere Recherche. So, es gibt ein bedrucktes Teil, das ist leider, könnt ihr das sehen, ich denke, ja, da ist leider der Lack ab. Und dann bedruckt Iron Man, bedruckt Iron Man, da scheint alles, also der Kopf heile zu sein. In dem Augenblick der Helm. Dann können wir mal hier hingucken vielleicht. Das sieht gut aus, könnt ihr das erkennen. Die Goldteile, schön. Silber. Auch gut aus. Vielleicht mal hier. Auch gut aus, gefällt mir. Vielleicht mal aufeinander drücken, nehmen wir mal hier die 2x2. Geht butterweich ineinander. Sehr gut. Angriffspunkte sind recht klein. Die Fachfrauen und Männer unter euch, ist das GoBricks. Das funktioniert echt gut. Sehr gut. Und haben wir vielleicht hier irgendwo noch eine Fliese. Nehmen wir mal das hier. Da ist so leicht. Ein bisschen, na, da oben. Könnt ihr das sehen. Vom Guss her aber minimal. Ansonsten glänzt es. Können wir den auch vielleicht noch mal hier drauf drücken. Einmal frei. Ups. Und das sieht doch. Das sieht auch gut aus. Gefällt mir. Ja, ach so, hier. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen. So, die Tüten rot. Also, ja, ich baue mal. Der Torso wird gebaut. Das geht grundsätzlich gut. Am Anfang ist es alles ein bisschen wackelig. Wenn es dann aber hier überbaut wird, dann bekommt das eine ordentliche Stabilität. Die Teile sind in einer guten Qualität, da gibt es nichts zu meckern. Das Einzige, es gibt einen Lightbrick hier hinten. Drückt man drauf, dann leuchtet der, aber mal gucken. Seht ihr das? Das hat, also das ist wackelig. Normal müsste er ein Dauerlicht haben, da ist ein Wackelkontakt drin. Das ist, ja, ein bisschen schade in dem Moment, jetzt geht's. Aber ihr seht das schon.
So, jetzt habe ich fest volles Rohr drauf gedrückt, dann geht's. Ist ein bisschen schade. Aber ansonsten bin ich damit echt ganz zufrieden. Was denn hier? Ach, hier hat es was weggehauen. Das muss ich nochmal anbringen. Ja, also das passt. Bauabschnitt 1 ist abgeschlossen. Hier hinten ist ein bisschen schwierig. Normalerweise ist das ja hier geschlossen. Das heißt, die halben Slopes, so nenne ich das mal, gehören eigentlich eine Noppe runter. Jetzt habe ich ja einen Wackelkontakt drin und ich muss so festdrücken. Das geht dann sonst hier voll auf Spannung und fliegen mir die beiden immer weg. Die sitzen jetzt ein bisschen höher. Ich meine, das tut erstmal dem Look keinen Abbruch. Und so bin ich jetzt in der Lage, das Licht ordentlich anzudrücken. Wie gesagt, da normalerweise, ich kann es euch mal zeigen, hören die eigentlich eins runter. Und da habe ich aber das Problem, weil ich den Wackelkontakt habe und der nicht mehr zurückkommt, dann habe ich irgendwie so ein Dauerlicht. Ich kann den nicht mehr zurückziehen. Deswegen lasse ich den jetzt mal hier oben, die beiden. Da bin ich in der Lage, den zurückzuziehen. So, so ginge es auch. Wobei ich mir das überlege, vielleicht setze ich es dann so, wie es muss. So ging es auch noch zur Not. Ups, ihr könnt es ja nicht sehen. So muss ich mir mal angucken in Ruhe. Weil ich werde da nicht alle naselang aufs Knöpfchen drücken. Das wird dann, der wird dann wahrscheinlich in der Vitrine stehen. Muss gucken, dass ich da noch einen Platz finde bei meinen anderen Lego Iron Man Sets. Aber so gefällt mir das ganz gut. Hier ist so ein kleiner Schmarrer drauf, wobei ich mal gucke. Ich hatte doch hier, ja, ja klar, wieso nehme ich denn nicht eine, die in Ordnung ist? Hier sind übrig. Wo sie denn? Ja, wie blöde, hätte ich gleich mal drauf achten können, nehme ich die. Ich bin im Bauabschnitt 2, habe ich euch vorhin gar nicht gezeigt. Hier sind Aufkleber. Lassen sie sich ganz gut aufbringen, ist okay. Ich werde mir mal am Ende das Ergebnis anschauen. Und vielleicht nehme ich es auch wieder ab. Hier dann auch Aufkleber. Das ist jetzt Oberschenkel, ne? Hier rum denn so rum, glaube ich. So. Ich glaube so rum. Ja? Rechts und links. Jetzt bauen wir hier gerade den Unterschenkel. Und das finde ich eigentlich ganz gut, ganz cool. Könnt ihr sehen. Haben wir ein paar Slopes verklemmt, so die halben. Dann hier so mit den Ecken. Und hier unten haben wir dann eine 2x1 und die C-Clamps. Dann wird das hier drauf gesteckt. So, ein bisschen nach vorne geklappt. Ja, und dann haben wir doch einen passenden Unterschenkel noch. Da können wir gleich, kommt her, dann können wir es gleich zusammen machen. Einmal. Und genau, Quatsch, so rum. Zweimal. Ja, bin ich mal gespannt. Bringen wir später am Torso an. Aber bauen wir mal die Füße. Aber sieht gut aus, gefällt mir. So, das Ende fast erreicht. Wir bauen das gleich zusammen. Ich will euch aber erstmal was zeigen. Also hier ist die Plate für den Stand. Oder für das Stand ist Quatsch, Typenschild. Beklebe ich noch, ist leider, sind nicht nur meine Finger drauf, verkratzt. Und ich muss was korrigieren. Ich habe ja vorhin gesagt, der Leuchtstein hat einen Wackelkontakt. Ist nicht so. Hier hinten ist eine Achse, kann man reinstecken. Und ich zeige es euch mal so, bevor wir den zusammenbauen. Jetzt mache ich den ja hier hinten auf. Und dann könnt ihr es sehen, ich hoffe. So. Rein damit. Drehen. Und dann leuchtet er. Das finde ich cool. Kommt erst ganz, bisschen wackelig ist es trotzdem, kommt erst ganz zum Schluss von, zack, jetzt ist er wieder aus. Kommt erst ganz zum Schluss von der Anleitung. Das ist eine schöne Idee. Ich beklebe das gleich. Ach. So, Arme gebaut. Hier mit der Shooter-Funktion. Eine Hand, das ist echt gelungen, wie ich finde. Hier Aufkleber. Ich bringe sie alle auf. Vielleicht mache ich sie später ab. Hier sieht es schon mistig aus, weil ich mich verklebt habe. Falsch rum praktisch draufgebracht. Ja, mal ein bisschen Licht. So. Und jetzt könnten wir gemeinsam, ja, machen wir auch, mal zusammenbauen. Ich lege das mal weg. So, dann nehmen wir
Einmal das Bein. Einmal. Dann, oh, das wird schon ordentlich groß, nicht schlecht. Zweimal. Da werde ich gleich die Kameraposition ändern müssen. Dann hier den Arm. Ja. Jawohl. Und den Arm. Ihr seht, das geht eigentlich ganz gut. Ja, prima. Ich wechsle jetzt die Kameraperspektive. Da kommen ja noch Aufkleber. Die werde ich drauf machen. Und dann, wie gesagt, dann die Kameraperspektive wechseln. Und dann zeige ich ihn euch mal in stehender Position. Das sieht, das gefällt mir schon. Hier könnt ihr sehen. Einmal Bums feuern. Und einmal die Rakete im Schuh. So passt er mir ja gerade drauf. Hier unten Iron Hero steht da, Mark 42 und alles das, was ihr sehen könnt. Alles Aufkleber, außer natürlich der Helm und hier das Zeichen vom mechanischen Herzen. Tonys, so mag ich das mal nennen. Ich drehe den mal im Kreis, ich versuche den dann nochmal zu positionieren. Vielleicht kniend und das ist echt gelungen. Ein bisschen so vielleicht jetzt. Die Teile sind in wirklich gutem Zustand, einwandfrei. Es gibt keine Flecken, keine Kratzer, Aufkleber. Ich hatte dann auch, das kann ich euch mal kurz zeigen, hier so zwei Aufkleber. Ich weiß nicht, wo die her sind. Die haben sich, wo ich die anderen abgenommen habe, gelöst. Und ja, dann war die Nummer irgendwann nicht mehr weg, weil ich es einfach wieder so hingepappt habe. Ich denke, es fällt aber am Ende nicht so auf. Lassen sie sich gut verarbeiten. Ja, ich werde sie drauf lassen, weil das so... die ja leicht transparent mit dem Transparent-Look sind. So mag ich das mal nennen. Da passt das ganz gut. Das ist echt schön. Das gefällt mir gut. Der Kopf ist so das Einzige, so ein bisschen. Der ist ja hier oben abgeschnitten, so mit den vier Noppen, aber ist okay. Und ja, der lässt sich doch gut anschauen. Da kann ich ja mal mit euch Licht machen. Wo haben wir es denn? Jetzt brauche ich die Achse. Machen wir es mal auf. Gucken, ob ich das auch so erwische. Jo, geht. Jetzt müsste es eigentlich leuchten, wenn ich alles richtig gemacht habe. Schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, es tut's. Ja, das gefällt mir echt gut. Ihr seht, der Druck, ich habe das nicht schepp aufgesetzt. Das ist leider schief aufgedruckt. Ist aber gerade noch okay. So, dann gucke ich mal vielleicht noch mal eine andere coole Position und dann wartet's mal. So kann er stehen bleiben. Den Moment zumindest. Ich hatte gehofft, dass man den vielleicht in eine kniende Position bringen kann. Das klappt nicht. Und hier auf der Bauunterlage rutschen die Beine jetzt nicht auseinander. Wenn er auf einer glatten Fläche steht, dann rutscht das auseinander. Ich weiß nicht. Ich könnte vielleicht hier unten unter die Füße mal schauen. Ich habe noch ein paar von den kleinen Rädern da mit den Gummis. Vielleicht kann ich da was anbringen und dass er dann am Ende so stehen bleiben kann. Ich finde, sieht cool aus. Ja, der Helm ist eher so ein Gold-Gelb, ne? Und hier Gold. Trotzdem ist das ganz okay. Die Teile sind übrig geblieben. Und dann, ja, würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Cool. Mein persönliches Fazit zu Iron Man Mark 42 des mir unbekannten Herstellers. Erstmal ein paar Informationen zum Set bestellt und gekauft habe ich bei AliExpress. Bezahlt 30,78 Euro, geliefert wurden 1126 Steine plus einige, die übrig geblieben sind. Die Setnummer ist die 6011, zumindest steht es sind. Ist die 6011, zumindest steht es hier so auf der Bauanleitung. Die Bauanleitung, die ihr mitgeliefert bekommt, ist gut verständlich und nachvollziehbar. Ich hatte überhaupt keine Probleme, ist kein Hexenwerk. Ich bin damit absolut zufrieden. Kommen wir zuallererst mal zum Design und das ist wie immer meine ganz persönliche Sicht der Dinge darauf. Ich finde das Design absolut gelungen. Für mich stimmen die Proportionen, da geht es ja dann schon mal los. Ja, der Kopf könnte vielleicht ein klein bisschen größer sein, trotzdem passt es für mich ins Gesamtbild. Wie die Designer
hier die Oberflächenstruktur ja des Mark 42 von Iron Man nachgebildet haben mit Klemmbaustein, das begeistert mich wirklich. Das ist echt alles schön abgesetzt mit dem Gold, mit dem Silver und mit dem Rot. Und dass man einen Lightbrick eingebaut hat, um hier, ja, ich nenne das jetzt mal so, Tony Starks Herz beleuchten zu können, das finde ich echt gelungen. Das ist ein schickes, kleines Gimmick. Ich weiß, dass es funktioniert und deswegen macht es mir Spaß. Ich gehe da natürlich nicht alle Nase lang hin und schalte das Ding an oder aus. Was noch ganz hübsches ist, ja, dass es hier so dieses kleine, ja, Typenschild dazu gibt, wo man dann auch entsprechend hier die Kreuzachse aufbewahrt, um den Lightbrick ein- und auszuschalten. Ich hatte euch das ja kurz in den Aufbauvideos gezeigt. Kommen wir mal zur Qualität der Steine. Alles passt gut, alles hält gut. Die Oberflächen der Steine sind überhaupt nicht verkratzt. Ich war und bin damit absolut zufrieden. Eine kleine Schwäche. Es gibt ja, ja, zwei Drucke. Das ist einmal hier Tony Starks Herz. Der Druck des Dreiecks ist leider leicht versetzt auf der runden Fliese, ist aber zu verschmerzen. Und ich habe euch das in den Aufbauvideos gezeigt. Jetzt kann man es wahrscheinlich auch noch ein bisschen sehen. Das hier oben ist eher so ein Gelbgold und das ist eher, ich nenne das mal so ein Mattgold. Das unterscheidet sich leicht, finde ich aber, ist trotzdem zu verschmerzen. Mitgeliefert werden Aufkleber. Ich hatte euch die auch in den Aufbauvideos gezeigt. Ich habe die auch fast alle aufgebracht. Ich hatte noch mal kurz überlegt, ob ich sie nicht nach dem Ende dieses Videos wieder runternehme. Jetzt lasse ich sie drauf. Desto länger ich hingucke, desto mehr passt das dann doch ganz gut dazu. Und ich bin mit den Aufklebern zufrieden. Die sind ja transparent. Und von daher ist für mich völlig in Ordnung. Kommen wir mal zum Bau. Der war abwechslungsreich. Der hat mir Spaß gemacht. Der ging ganz einfach easy peasy von der Hand. Ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten. Das hat natürlich was mit der Qualität der Steine zu tun. Und dann habe ich auch an der Stelle großen Bauspaß. Und es ist einfach hübsch zu sehen, wie Tony Starks Mark 42 nach und nach wächst und jetzt dann doch hier so, wie ich meine, beeindruckend auf dem Tisch steht. Jetzt werden die ein oder anderen von euch vorhin am Anfang hingeguckt haben. Ich hole noch mal. Ich habe ja hier auch von Lego den Iron Man. Ich bin mit dem zufrieden, mir gefällt, aber ich weiß, dass es durchaus von den ein oder anderen oder bei den ein oder anderen Kritik am Design geht. Design ist ja immer eine durchaus persönliche Sicht, also Sicht der Dinge. Ist eine persönliche Sicht auf die Dinge. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass das jemand anders sieht. Ich finde den ganz gelungen. Trotzdem, diejenigen von euch, die diesem Design nichts abgewinnen konnten, vielleicht ist das für euch eine passende und schöne Alternative. Zumal die Version von Lego im Augenblick im Shop, ich habe nochmal geguckt, 44,95 Euro kostet bei knapp 400 Teilen. Und hier 30 Euro bei knapp 1100, was heißt knapp genau 1126 Teilen. Also, ist vielleicht was für euch. Dann messen wir mal aus. Breit. So wie ich ihn jetzt hier positioniert habe, ist er circa so 15,5, 16 cm hoch. Circa 34 cm und breit tief. Auch für Stark Industries. Alles eine Frage der Perspektive. So wie ich ihn hier positioniert habe, circa so 12,5, 13 cm. Für mich ein absolut gelungenes Set. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich den da hinten unterkriege bei meinen anderen Iron Man Sets. Dann möchte ich noch mal kurz was loswerden. Ihr habt das ja wahrscheinlich mitbekommen. Vor jetzt, ich glaube, jetzt sind es knapp 4 Tage, ist es her, gab es ja das schwere Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Nicht beeindruckend, die Bilder nachhaltig. Das ist schlimm. Dort haben Menschen ihre Angehörigen verloren. Teilweise nur noch die Kleider, die sie am Leib getragen haben, als sie fluchtartig das Haus verlassen hatten. Und ich finde, wir können ein bisschen was dafür tun, dass sie merken, dass sie nicht alleine sind. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, bei euch in der Region wird es bestimmt irgendwo Sammelaktionen geben. Da geht es ja dann um Decken, Kleidung, Verpflegung. Und ich habe für mich überlegt, ich kenne ja auch eine Ecke in der Nähe von Kassel, ich habe für mich überlegt, ich schaue mal in meinen Kleiderschrank und ich weiß, dass ich dort einige Winterjacken hängen habe, zumindest mal 2 bis 3, die ich in den letzten, ja, vielleicht 3, 4 Jahren überhaupt nicht mehr getragen habe und deswegen auch wahrscheinlich nicht mehr tragen werde. Also, ich packe mein Zeug zusammen. Vielleicht denkt ihr auch mal kurz darüber nach und ja, schickt ein Signal in die Türkei und in Syrien, dass sie in dem Moment nicht ganz allein sind. Dann war es das schon. Noch ein Hinweis, was gibt es nächste Woche? Nächste Woche werde ich voraussichtlich mit Janina wieder, ja, in der Speed Champions Klasse bauen. Lasst euch überraschen, wir werden nicht die Kleidung tragen, die sonst so üblich ist. Ich möchte das mal so nennen. Zumindest ist das der Plan. Und dann baue ich aktuell gerade
den Tofu-Shop von Kada. Da werde ich euch dann mal in dem Video, möglicherweise kommt das dann auch nächste Woche raus, werde ich euch dann mal zeigen, wie der Bestellprozess bei mir über AliExpress lief. Also jeden Schritt zeige ich euch dann mal, inklusive was man machen muss, wenn man mit dem Set nicht zufrieden ist. Weil da habe ich auch schon die eine oder andere nicht wilde Erfahrung gemacht. Ich zeige euch das dann. Ja, und dann sage ich tschüss, ciao, jo, bis zum nächsten Mal, sagt euer Brickklempner. Tschüss.